Wunderbar. Leider müssen wir weg. Warum? Wir müssen auftreten. Zusammen. Ja, wir müssen auftreten. Zusammen. Wo geht's denn? Es geht um Steuerehrlichkeit. Es geht um Finanzen. Jetzt fängst du schon wieder damit an. Es geht doch nicht um Finanzen. Es geht genau darum, dass Finanzen nicht so wichtig sind im Leben. Das Wichtige im Leben ist Musik. Das Wichtige im Leben ist doch nicht Musik. Schönheit. Das ist so ein Genuss. Lächerliches Postulat. Okay, guck dich doch um. Weißt du was? Nee, wir brechen das hier ab. Wir sehen uns auf der Bühne. Ja, Wir diskutieren es da aus. Aus. So, und zwar in Berlin. In Berlin. In Berlin am 1. November. 1. November. Um 20 Uhr. Ja, seid da. Im Renaissance Theater. Darüber sind wir uns doch einig. Sind wir uns, das ist das Einzige, worüber wir uns einig sind. Dann sehen wir uns auf der Bühne. Bis dann. So. Okay, nee, pass mal auf. Wir sehen uns auf der Bühne. Ja. Und zwar am 27. Oktober in Kiel. In Kiel. Im Kulturforum. Kulturforum. Ja, darüber sind wir uns wenigstens einig. Aber vorher sehen wir uns nicht. Wir sehen uns auf der Bühne. Bis dann. Wenn den vier Musikern eines Streichquartetts von einem skrupellosen Steuereintreiber auf offener Bühne die Instrumente gepfändet werden. Noch dazu von einem ganz besonderen Vertreter seiner Zunft. Es ist genauso legal, wenn wir den ganzen Tag auf dem Amt hocken und in der Nase bohren. Und das tun wir auch. Natürlich, Sie kennen doch den Ausdruck, wenn Sie auf die Behörde kommen, das sind verkrustete Strukturen. Was also tun unsere vier Musiker? Richtig. Eine Geschichte über ein ungleiches Brüderpaar. Mein Bruder. Wirklich, Tita, war das nötig? Mein ganzes Leben lang geht das schon so. Mein Bruder. Immer mein Bruder. Ich komme auf die Welt, wer ist schon da? Mein Bruder. Über Freundschaft. Man könnte meinen, du hast keine Freunde auf dieser Welt. Nicht einen. Hast du denn keine Mutter und keinen Vater? Nein. Seid so Freundschaft bereit. Über Schuld. Sag mal, Robbel, kannst du das mal irgendwie erklären? Oder müssen wir dich foltern? Antworte mir bitte, antworte! Schwein! Das Leben. Oder ist es das Alter? Vermutlich Letzteres. Die Unzulänglichkeiten. Die Nase, wieso die Nase? Guck doch mal ins Spiel. Das ist ein fieser Stachel in mir und der Schicht. Und Träume. Möchtet ihr insgeheim nie mehr nach Lichten starren? Voller Leidenschaft. Oh, it is fine, won't be happy. Und steuerlichen Know-how. Grundsteuer, Grunderwerbsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindesteuer, Hundesteuer, Pflegesteuer, Mineralsteuer, Umsatzsteuer, Quellensteuer, Sektsteuer, Brandweinsteuer, Freigetrag, Umlaufvermögen, getrennte Veranlagung, verkürzte Versorgungspauschale, Anlage, Änderlage, Kapanlage, VA, lineare, degressive, krisenorientierter Arbor und Sonderabschränkung. Was ist daran so schwierig? Sex. Denn ein Torero hat Glück bei den Frauen. Drugs. Ich schnipp die Kippe weg und ich piss in den See. And Rock'n'Roll. Moni, bist du toll, bin ich dich jetzt toll, dass man es sieht, oder ist es mein Deo-Spray? Wenn du jetzt zu ihm gehst, zum jungen Kerl stehst, fühl ich mich härter, wenn du das nicht kennst. Aber sie will Rock'n'Roll. In ihrem Theater. Mit so einer Nase wird man sehr böse, kriegt Lust, die Leute zu erschlagen. Ein kleiner Rüderfiskus steht draußen vorm Balkon, voller Allergie,